Ja, einen schönen guten Tag. Ich möchte zu drei Debatten Stellung benehmen. Zum einen die Debatte um die Strompreise, zum zweiten um die Neuordnung der Familienförderung und zum dritten um die möglicherweise anstehende Klage von Bayern und Hessen gegen den Länderfinanzausgleich zur Strompreisdebatte. Diese Debatte nimmt nun Fahrt auf und die Rechnungen flattern ins Haus. Das wahre Ausmaß wird jetzt, sage ich mal, immer mehr deutlich und für viele Familien wird die Strompreisrechnung wirklich zu einer finanziellen Belastung, die für Ebbe in den Kassen sorgt. Hier zeigt sich das, wovor die Linke lange Zeit gewarnt hat. Es sind eben keinerlei Vorkehrungen getroffen worden, um zu verhindern, dass die Stromkonzerne ihre Gewinne und die Kosten komplett auf die Endverbraucher abwälzen. Auf politischer Ebene gibt es ein Gezerre, aber in der Wirklichkeit an den Stromrechnungen verändert sich erstmal nichts. Die Linke hat schon im Herbst 2012 verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen, um sicherzustellen, dass die Energiewende am Ende nicht das kollektive Frieren für die Ärmsten bedeutet oder das Sitzen im Dunkeln für die Ärmsten bedeutet. Zu diesen Vorschlägen gehört zum einen ein Moratorium für Strompreise. Moratorium meint in diesem Zusammenhang, es muss zumindest für eine gewisse Zeit eine Aussetzung von weiteren Strompreiserhöhungen geben. Zum Zweiten meinen wir, es braucht dringend eine Strompreisaufsicht, denn es ist doch nicht hinnehmbar, dass einerseits die Strompreise explodieren und im selben Zeitraum die Gewinne der Stromkonzerne weiterhin sprudeln. Drittens schlagen wir eine Entlastung für Geringverdienende vor und dazu gehört ein neues Strompreismodell, was zum einen aus einem Basissockel, ein Gratis-Basissockel besteht. Das würde für einen vierköpfigen Haushalt bedeuten, einen Basissockel von 1.100 Kilowattstunden, der im Jahr gratis zur Verfügung steht. Die würden finanziert werden über höhere Strompreise für Stromverbrauch, der oberhalb dieses Gratissockels liegt. Und wir wissen aus Übersicht, wie der Stromverbrauch ist, dass damit geringverdienende Haushalte deutlich entlastet werden. Und schließlich haben wir ins Gespräch gebracht eine Abwrackprämie für stromfressende Haushaltgeräte. Das sind alles Maßnahmen, die wenig Geld kosten. Was es dazu vor allen Dingen braucht, ist ein politischer Wille. Und wer es ernst meint mit seiner Kritik oder seinen Beschwerden über steigende Strompreise, der sollte genau diese Maßnahmen in Angriff nehmen. Zur Debatte um die Neuordnung der Familienförderung. Nun ist am Wochenende eine Debatte um die Sinnhaftigkeit von der Familienförderung ausgebrochen. Heute hat Peer Steinbrück sogar angekündigt, dass er im Fall eines Wahlsieges eine komplette Neujustierung, Neuordnung vorsieht. Tja, und da, wenn Steinbrück von Neuordnung der Familienförderung spricht, da kann es einem kalt den Rücken runterlaufen. Nur um nochmal dran zu erinnern, im Jahr 2006, als er Finanzminister war, wollte er das Kindergeld kürzen. Und noch im Herbst letzten Jahres hat er vorgerechnet, warum er gegen eine Erhöhung des Kindergeldes ist, indem er damals meinte, 10 Euro mehr Kindergeld im Monat, das wären ja nur 2 Päckchen Zigarren oder 2 Flaschen Pinot Grigio. Wir als Linke meinen, wenn man über Familienförderung redet, dann so, dass die Belange der Familien im Mittelpunkt stehen und nicht fiskalische, nicht haushalterische Nöte im Mittelpunkt stehen. Zum einen meinen wir ganz klar als Linke, der familienpolitische Dinosaurier Betreuungsgeld muss zurückgenommen werden. Zum Zweiten sagen wir, ja, das Kindergeld soll sofort angehoben werden und zwar auf 200 Euro im Monat. Zum Dritten aber sind wir überzeugt, dass nur dauerhaft zur Vermeidung von Kinder- und jugendlicher Armut nur eine Kindergrundsicherung wirklich das gewährleisten kann. Also wer Armut von Kindern und Jugendlichen ausschließen möchte, der sollte auf eine Kindergrundsicherung für alle setzen. Zudem meinen wir, dass es für Eltern von kleinen Kindern bis zu 6 Jahren einen stärkeren noch Kündigungsschutz geben sollte. Und letztschließlich bedarf es eines neuen Krippengipfels, weil es ist nicht hinnehmbar, dass immer noch für viele Kinder es keinen Kita-Platz, keinen Krippenplatz gibt. Und ich finde, in diesem Zusammenhang muss auch diskutiert werden über eine Neuausrichtung des Elterngeldes. Denn gegenwärtig ist es so, dass wenn sich beide Elternteile, also Vater und Mutter, dafür entscheiden, auf Teilzeit zu gehen und sich damit dafür entscheiden, dass sie sich wirklich reinteilen in die Erziehungsarbeit, werden sie finanziell benachteiligt. Wir meinen aber, genau das Gegenteil müsste passieren. Wenn sich Vater und Mutter darauf verständigen, sich gleichberechtigt die Familienarbeit zu teilen, dann muss das finanziell gefördert und nicht benachteiligt werden. Zur anstehenden Klage von Bayern und Hessen gegen den Länderfinanzausgleich.
Die Länder Bayern und Hessen wollen sich heute und morgen über eine mögliche Klage verständigen. Und ich finde, damit dokumentieren zwei von drei übrig gebliebenen schwarz-gelben Bundesländern sehr anschaulich, was sie von der föderalen Solidarität und dem Verfassungsgebot, nämlich gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen, halten. Nichts. Gerade Bayern ist ja ein Vorzeigeland für die Erfolgsgeschichte des Länderfinanzausgleiches. Bayern verdankt seine Stärke genau einer jahrelangen Erhalt von Zahlungen aus dem Länderfinanzausgleich. Und es ist schon bemerkenswert, wenn der einstige Profiteur dieses Länderfinanzausgleiches diesen nun gerichtlich angreifen möchte. Wer aus Nehmerländern Geberländer machen will, der darf eben nicht den Geldhahn zudrehen. Wir rufen deswegen Bayern und Hessen auf, ihre Klage zu überdenken. Ganz offensichtlich handelt es sich dabei um ein Wahlkampfmanöver, da ja in beiden Bundesländern auch in diesem Jahr Wahlen anstehen. Es stehen ja sowieso Verhandlungen über die Finanzbeziehungen der Bundesländer an, und wir meinen, für diese Verhandlungen wäre eine Klage wirklich eine schlechte Hypothek.